Hallo Leute und herzlich willkommen zur Praxislektion von BTunes. BTunes ist kostenpflichtig, wie wir ja schon in der Theorie-Lektion gelernt haben, aber das Geld ist auf jeden Fall gut investiert, denn BTunes ist ein sehr mächtiges Tool. Hat sehr viele Funktionen, gibt einem sehr viel Informationen eben über seine Tracks, über die Mediathek und deswegen ist es auf jeden Fall ein extrem nützliches Tool und es lohnt sich eben auf jeden Fall, dieses Programm zu kaufen. Schauen wir einfach mal rein. Wir haben jetzt hier erstmal die leere Oberfläche. Wir haben hier oben den Player. Ganz klassisch ist der im Prinzip selbsterklärend. Diese Funktion hier kennt man alle schon eben, dass die Tracks halt, wenn sie fertig sind, einfach wiederholt werden. Hier die Lautstärke. Hier kann man eben dann auch noch teilen mit anderen, was du gerade hörst. Und hier oben habt ihr dann die Möglichkeiten, neue Matchlisten zu erstellen, die Mediathek zu inspizieren, wenn wir dann gleich eine reingeladen haben, und zur Verarbeitungswarteschlange neue Songs hinzufügen. Genau, hier habt ihr dann noch diverse Informationen, die ihr euch einblenden lassen könnt. Und hier wählt ihr zwischen den verschiedenen Modi sozusagen. Hier ist eure klassische Mediathek. Hier seht ihr dann gleich ist die Analyse der Tracks. Hier die Inspektion ist eben, wenn BTunes Auffälligkeiten gefunden hat, die man beheben kann. Und hier gibt es dann noch Charts. Ähnlich wie bei Beatport Pro ist eben hier dann noch Amazon und eben auch Beatport mit angeknüpft. Ja, gehen wir mal in die Einstellungen rein. Wir haben hier jetzt aktuell diesen Ordner ausgewählt, aber wir möchten jetzt mal eine iTunes-basierte Mediathek hinzufügen und deswegen wählen wir die jetzt einfach mal aus und schon synchronisiert eben BTunes das Ganze mit iTunes. Ihr seht schon, hier sind jetzt die Tracks, die aktuell in iTunes drin sind, auch hier, genauso wie die Playlisten. Ich kann aber auch genauso eine verzeichnisbasierte Mediathek hinzufügen, das heißt, ich gehe dann einfach auf den BTunes-Ordner, habe hier meine ganzen Tracksammlungen und öffne die einfach und dann werden diese genauso hier reingeladen. So, jetzt sind das eben dann die ganzen Tracks aus diesem Ordner, aber dafür keine Synchronisierung mehr mit iTunes. Genau, wir können das Ganze jetzt analysieren lassen und dazu markieren wir jetzt einfach mal die ganze Playlist, denn wir möchten ja auch alle Tracks analysieren. Rechtsklick und klicken dann auf Analysieren. Alternativ können wir uns auch Informationen anzeigen lassen, eben noch anderweitig öffnen, einfach abspielen. Eben, ihr seht ja hier, landet das Ganze dann im Player. Also ganz easy selbsterklärend. Ihr könnt euch eben Informationen anzeigen lassen über diesen Track. Hier ist natürlich noch sehr viel unbekannt, denn es wurde eben noch nichts analysiert. Ähnlich eben wie bei iTunes auch aufgebaut. Und dann wollen wir natürlich jetzt im Endeffekt alles analysieren. Deswegen markieren wir mal die ganze Playlist und sagen, analysiere uns das Ganze. Jetzt öffnet sich dieses Fenster, wo man eben noch genauer dann eben festlegen kann, was man alles analysieren möchte. Hier gibt es also eine ganze Menge, die man analysieren lassen kann. Man kann sogar von Last.fm Tags sich noch ziehen lassen, um genau eben noch mehr Informationen in die Datei reinzuladen. Das Wichtigste wird auf jeden Fall sein, die Tonart und die BPM, aber auch solche Dinge wie Stimmung, Farbe, Instrumentierung, das sind auch nützliche Informationen, zu denen wir dann auch gleich noch kommen. Und genau, hier müsst ihr dann eben noch bestimmen, soll das Ganze ersetzt werden oder soll man es dann eben in den Stimmungstag einbetten. Das sind eben alles Informationen, da könnt ihr für euch entscheiden, wann, wie, wo das alles reingeschrieben werden soll. Wir sagen jetzt hier mal, go, analysieren uns das Ganze und
Dann haben wir hier eben diese Aufgaben in der Warteschlange und ihr seht schon, jetzt sind wir vom Mediathekreiter in den Analysereiter rübergewandert und deswegen haben wir jetzt hier 159 Dateien in dieser Warteschlange und ja, BTunes arbeitet jetzt für uns und wir warten jetzt hier im Prinzip auf den Server, eben auf die Analyse. So, wir haben jetzt hier auf Analyse fortsetzen geklickt, denn BTunes wartet sozusagen noch auf uns, bis es wirklich dann loslegt. Und ihr seht jetzt hier kommen die ganzen kleinen Fortschrittsbalken und hier tauchen dann auch jetzt langsam schon die ganzen Informationen auf. So, wir sind jetzt hier schon ziemlich am Ende der Analyse. Ihr seht gerade, die letzten Tracks gehen hier durch. Hier bekommt ihr dann noch die Informationen eben, dass er gewisse Informationen nicht finden konnte, was ja überhaupt kein Problem ist. So, die Analyse ist soweit durch. Das sind die Meldungen, die ihr bekommen habt. Und wenn wir jetzt wieder in die Mediathek schauen, sieht die natürlich schon deutlich bunter aus als vorher. Wir haben jetzt eben hier die ganzen neuen Informationen bekommen. Das ist ein ganzer Haufen. Und die gilt es jetzt sozusagen natürlich auszuwerten. Ja, in der Inspektion hier habt ihr dann noch die Möglichkeiten, wenn ihr zum Beispiel Probleme habt, was die Nummerierung angeht, dass ihr Duplikate in eurer Mediathek habt oder dass halt gewisse Informationen fehlen, wie jetzt eben ein Titel, ein Album oder Rechtschreibprobleme. Manchmal schreibt man einen Artist halt mal aus Versehen falsch. Dann ist ein Buchstabendreher drin oder ähnliches. Oder man hat zum Beispiel Sortierungsprobleme. Das ist im Prinzip ja alles selbsterklärend. Außerdem Titelprobleme habt ihr und generell Unregelmäßigkeiten also noch. Also ganz, ganz viele Probleme, die BTunes hier für euch aufspüren kann und die man dann sehr leicht lösen kann. Wir können ja jetzt hier einfach mal in die Mediathek nochmal die elektronische Musik mit reinziehen. Inspizieren dann jetzt nochmal die Mediathek. Und siehe da, wir haben eben hier noch einige Probleme gefunden. Ihr könnt dann hier eben in die einzelnen Kategorie reingehen und zum Beispiel schlägt hier BTunes eben vor, R&B und Soul, das Genre wurde nur ein einziges Mal benutzt und normalerweise macht es ja Sinn, mehrere Tracks eben unter einem Genre zusammenzufassen. Das heißt, man könnte hier überlegen, ob man diesen einen Track vielleicht in ein anderes Genre mit reinsteckt, dass er nicht also alleine auf weiter Flur ist. Und deswegen können wir einfach sagen, zum Beispiel für diesen Song, nimm bitte das Genre Hip-Hop, klicken auf Anwenden, dann wird es hier in die Liste für ausstehende Lösungen importiert. Okay, dann ist das Problem an sich behoben. Ja, können wir sagen. Und so könnt ihr dann im Prinzip durch jedes Problem so durchgehen. Hier gibt es zum Beispiel das Problem, dass die Sortierung vom Album nicht ganz stimmt. Dann könnt ihr eben auch sagen, setzt das Sortierungsalbum der ausgewählten Songs auf iTunes Standardwert zurück. Ist auch in Ordnung. Können wir auch sagen, anwenden. Ja, passt. Und dann eben habt ihr ja noch die Liste hier, ausstehende Lösungen. Da sind jetzt die zwei Sachen, die wir gerade eben angeklickt haben, drin gelandet. Und wir wollen das ja jetzt auch wirklich umgesetzt haben. Das heißt, schreibe alle Änderungen. Und zack, damit ist es auch schon erledigt. Und das könnt ihr eben hier mit allen Problemen machen. Eventuell ist es ja auch gar kein Problem, wie hier steht halt, Motivation ist der Songtitel. Ja, ist richtig, aber ist ja überhaupt kein Problem. Das heißt, ignoriere dieses Problem in Zukunft, anwenden, okay. Problem ist vollständig behoben, auf jeden Fall. Landet auch unter ausstehende
Lösung wird natürlich an sich nichts gemacht, aber genauso schreibe alle Änderungen und zack ist das Ganze auch schon erledigt. So, jetzt waren wir im Prinzip in der Mediathek, sind über die Analyse dann zur Inspektion und jetzt geht es im Prinzip noch darum, dass wir uns hier das rechts unten nochmal genauer anschauen. Ihr habt nämlich hier die Möglichkeit, von Amazon noch einige Infos zu bekommen. Insofern ihr hier diesen Track anklickt, bekommt ihr hier eben aus der Amazon Mediathek sozusagen dann noch die ganzen Infos ausgespuckt und könnt euch hier noch eben an Neuerscheinungen orientieren. Ihr könnt euch Empfehlungen anschauen zu gewissen Tracks und so weiter und so fort. Also ihr habt hier eben dann noch Amazon mit eingebunden. Also es ist wie so eine Art kleiner Browser. Außerdem könnt ihr euch ähnliche Songs anzeigen lassen. Das heißt, wir klicken jetzt hier mal von den Bee Gees den Track an und sagen dann eben, aus welcher Quelle soll das Ganze kommen. Dann Regelsatz Standard heißt eben, nach welchen Kriterien soll er diese ähnlichen Tracks denn auswählen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Einstellung für den ähnlichen Song zu wählen, weil nach irgendwas muss er das ja eben auswählen. Dazu kommen wir gleich nochmal in den Einstellungen. Wir können ja hier eben auch die Intensität dann festlegen. Wir haben die jetzt hier runtergeschraubt und deswegen findet er jetzt ja schon eher ähnliche Tracks als vorher. Da die Mediathek hier auch nur sehr, sehr klein ist, gibt es ja auch nicht so viele Möglichkeiten, passende zu finden. Genau, könnt dann hier eben noch nach Tonarten filtern, soll die Tonart höher sein oder niedriger. Bei Sync ist es so, dass er dann eben zwei Tracks nimmt, die nicht in derselben Tonart sind, aber durch den Geschwindigkeitsangleich der BPM eben verschiebt sich ja auch die Tonhöhe. Dazu kommen wir auch im Musikkurs noch. Und dadurch kann man ja auch wieder harmonierende Tracks bekommen sozusagen. Das könnt ihr hier auch noch eingeben als Information. Und dann könnt ihr euch eben auch noch eine Album-Info geben lassen. Hier wurde jetzt über die Bee Gees zum Beispiel eine Information aus Wikipedia gezogen. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel mal hier schaut, dann bekommt ihr eben auch noch andere Informationen. Also BeeTunes greift eben auf sehr viele Plattformen zurück und arbeitet mit sehr vielen Plattformen zusammen. Eben Amazon, Beatport, Wikipedia, Last.fm und so weiter. Es wird alles mit in einen Pool geschmissen und deswegen habt ihr hier einen extrem hohen Informationsgehalt. Genau. So, wir wollen das jetzt wieder ausgeblendet haben. Ihr habt außerdem hier noch die Möglichkeit eben, wenn ihr euch bei Beatport angemeldet habt, ähnlich wie bei Beatport Pro noch die Top 100 anzeigen zu lassen. Und wenn das dann mal laden würde, so, genau, könnt ihr euch das auch noch hier alles anschauen. Wenn ihr es anklickt, werdet ihr weitergeleitet auf die Beatport-Seite und könnt euch das dann hier auch noch anhören. So, ähnlich eben wie bei Amazon, selbes Spiel. Genau. Und könnt dann hier eben nach neuer Musik stöbern. Ja, kommen wir jetzt noch zu den ganzen Einstellungen. Hier, die Einstellungen sind wir im Prinzip schon durchgegangen. Die meisten sind ja auch selbsterklärend. Kommen wir zu den Programmeinstellungen. Wir haben hier eben die Möglichkeit, die Quelle der Mediathek auszuwählen. Außerdem eben, welche Art von Oberfläche das Programm haben sollte, ist eher weniger wichtig. Dann soll das Ganze zum Beispiel Open Key sein oder Traditional. Denn ihr seht hier jetzt aktuell schon, die Tonart ist eben 2M, 2M, 12D und so weiter. Und wenn wir jetzt hier Traditional einstellen, dann ist das eben die klassische Anzeigeweise. Und wir wollen Open Key, denn damit arbeitet es sich deutlich leichter. Dann haben wir hier Verbindung zu Beatport herstellen, dass ihr eben auch den Store hier bei Charts angezeigt bekommt. Und noch einige allgemeine Einstellungen, das sind eben auch Dinge, die müsst ihr so für euch festlegen, wie es euch am besten passt.
Hier bei Songpaaren ist eben so, dass wir die Funktion vorhin schon kurz gesehen haben. Hier müsst ihr dann eben einstellen, nach welchen Kriterien BeeTunes euch die Tracks im Prinzip auswählen soll, um euch passende Paare zu liefern. Ihr habt dann hier eben immer die Intensität sozusagen, nach der dieses Kriterium beachtet werden soll. Das müsst ihr eben auch für euch dann ja, bestimmen. Meistens ist es ja so, dass man eher dann ähnliche Genre zum Beispiel haben möchte, denn auch wenn zum Beispiel die Farbe eines Tracks sehr ähnlich ist, wenn das eine ein Hip-Hop-Track ist und das andere ein elektronischer Track, dann bringt euch das natürlich wenig, wenn ihr auf einer Hip-Hop-Veranstaltung seid, wenn euch BeeTunes zum Beispiel eben diesen elektronischen Track vorschlägt. Genau, das müsst ihr eben für euch so gewichten, wie ihr möchtet, und dann könnt ihr hier allgemein noch die Matchqualität festlegen. Das heißt im Prinzip, wie kritisch, wie genau soll er das Ganze denn nehmen, was ihr da eingestellt habt, und je nachdem werden euch dann eben Paare angezeigt. Ja, dann haben wir hier noch die Analyse. Wir wollen natürlich, dass unsere Tracks analysiert werden und nicht noch irgendwelche Filme und so weiter. Deswegen schließen wir das Ganze natürlich aus. Das passt auch soweit. Und ja, wenn ihr hier noch einen starken PC habt, dann könnt ihr da auch noch das Ganze hochschrauben, dass es schneller geht. Ja, die Inspektion ist eben das, wenn ihr eure Tracks schon bei BeeTunes reingeladen habt, dass dann Probleme aufgezeigt werden. Das ist dieser Reiter hier drüben. Und hier geht es eben auch darum, natürlich wollen wir die auch wieder ausschließen, das bringt ja auch nichts. Und dann hier würde ich euch auch empfehlen, dass ihr alle Haken gesetzt lasst, damit euch alle Probleme angezeigt werden. Gerade wenn ihr noch nie BeeTunes verwendet habt und eine sehr große Mediathek habt, dann wird es auf jeden Fall zu bestimmt vielen Problemen kommen, die die Inspektion da vorschlägt. Und wenn ihr das einmal gemacht habt, dann ist es ja im Prinzip auch erledigt, dann kommt da nicht mehr so viel. Aber checkt es auf jeden Fall am Anfang einmal alles durch. Ja, dann habt ihr hier noch die Wiedergabe. Ja, welche Tonausgabe möchtet ihr wählen? Standard, eben HDMI, jetzt ein angeschlossener Bildschirm oder eine interne Soundkarte, sozusagen eine virtuelle. Oder die externe, die wir hier gerade angeschlossen haben. Genau. Und Lautstärke normalisieren könnt ihr eben auch noch einstellen, wenn ihr möchtet. Und ja, dann die Scandauer könnt ihr auch einstellen. Muss jetzt nicht so hoch sein, reicht auf jeden Fall 15 Sekunden. Genau. So, dann am Ende haben wir noch Plugins, denn ihr könnt hier neben dem eigentlichen klassischen BeeTunes-Programm noch ein paar Plugins oben drauf setzen. Da könnt ihr euch zum Beispiel dann Bandcamp-Tags noch eintragen lassen oder Copy-Key to Comments. Ist im Prinzip ja auch selbsterklärend. Da könnt ihr euch ja dann im Prinzip noch mehr Informationen reinladen und müsst ihr dann hier im Prinzip einfach hinzufügen. Genau, wenn die dann installiert sind, dann aktualisiert ihr, aktiviert die sozusagen, und dann könnt ihr da blöd gesagt auch schon loslegen. Genau, jetzt natürlich noch zu den extrem wichtigen Punkten, wie die Mediathek hier aufgebaut ist und wie der Player funktioniert. Ihr habt hier noch die Möglichkeit, die Abspielvarianten auszuwählen, das heißt Scan. Insofern das aus ist, dann läuft der Track einfach ganz normal hier durch. Und wenn er fertig ist, kommt es eben darauf an, was ihr hier eingestellt habt. Entweder dieser eine Track wiederholt sich oder er wiederholt sich gar nicht und der nächste Track in der Liste kommt dran. Oder eben er wiederholt einfach die Playlist an sich immer wieder. So, wenn Scan hier auf Anfang steht, heißt das, er spielt den Track halt am Anfang eine Zeit lang und wechselt dann im Prinzip in den nächsten Track rein. Das ist vor allem sehr interessant, wenn ihr eine längere Playlist mal durchhören möchtet. Jetzt habt ihr es gerade gesehen, ist er umgesprungen, weil ihr dann nicht mehr händisch weiterklicken müsst. So, das geht immer ein paar Sekunden am Anfang und dann kommt auch schon wieder der nächste Track. So, dann habt ihr noch die Möglichkeit, eben das Ganze auf ein Drittel einzustellen. Das heißt eben, er spielt ein Drittel des Songs und skippt dann. Oder zum Beispiel auch auf Prominent. Das heißt, er sucht sich eben besondere Stellen raus dieses Tracks, die er für relevant hält, spielt diese dann ab und switcht dann zum nächsten Song.
Ihr seht, das geht jetzt auch relativ zügig und ihr habt dann hier immer die Sektionen sozusagen vom Lied, die er für sich da unterteilt. Genau, hier die Mediathek ist ja im Prinzip ganz klassisch, die man auch eben aus iTunes kennt. Der Name BeTunes und iTunes ist auch nicht zufällig so nah beieinander, denn gerade die Programme arbeiten ja auch sehr gut zusammen, haben auch eine optische Ähnlichkeit eben. Hier könnt ihr im Prinzip durch die einzelnen Tracks so durchklicken und bekommt hier oben schon mal ein sehr schnelles Feedback, ein optisches, wo denn welche Tracks sind. Und hier eben Name, Interpret, Album, ist sowieso alles klar. Wir wollen uns jetzt mal hier weiter hinten drauf konzentrieren. Diese Informationen sind jetzt auch weniger wichtig, aber hier wird es natürlich extrem spannend. So, wir haben jetzt hier die Tonart, die BeTunes analysiert hat, 12M, als auch die Farbe. Ihr könnt das Ganze auch eben noch selbst einstellen, wenn ihr möchtet. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass BeTunes seinen Job gut gemacht hat. Und bei der Stimmung eben habt ihr dann die Varianten hier. Das ist ja auch im Prinzip selbsterklärend. Das hört man ja normalerweise auch und solltet ihr als DJ dann auch selbst schon feststellen. Aber das ist natürlich auf jeden Fall eine nette Information, die man da mitbekommt. Dann hat man hier noch die Information zum Beispiel elektronisch. Das ist dieses Zeichen. Hier eben akustisch eher. Und dann könnt ihr ja hier auch noch Herzen setzen, dass es eure Favoriten sind. Ist auch selbsterklärend. Dann Tanzbarkeit könnt ihr euch hier auch noch anzeigen lassen. Mittel zum Beispiel. Und dann, was auch sehr, sehr interessant ist, sind die Liedübergänge hier. Die beziehen sich eben immer auf den oberen und dann den nächsten Song. Deswegen steht das auch so zwischen den beiden Zeilen. Insofern ihr hier die Reihenfolge ändern würdet sozusagen, würde sich auch diese Information hier ändern. Also das ist keine Information für einen Track, dass man mit dem den und den Übergang machen sollte, sondern eben bei den beiden oberen Tracks ist es so, dass eben ein Stimmungswechsel stattfindet von sehr erregt, ärgerlich nach sehr aufgeregt und zum Beispiel auch die BPM geht von sehr hoch zu sehr niedrig. Hier diese Trompete heißt zum Beispiel ein Genrewechsel von Classic Rock nach Hip-Hop oder zum Beispiel ein Tonartwechsel hier bei diesem Zeichen. Das Dreieck hier bedeutet, dass du ein Plus von 2 Halbtönen hast. Und dann gibt es natürlich noch den Hasen, das heißt im Gegensatz zur Schildkröte wird man hier deutlich schneller. Außerdem gibt es noch hier dieses Symbol, das bedeutet einen Farbwechsel. Dann hat man hier noch den Wechsel von den Taktarten, also von einem Viervierteltakt zu einem Dreivierteltakt. Und man hat hier zum Beispiel dieses Kalendersymbol, einen Wechsel zwischen Jahrzehnten. Auch eine sehr interessante Information. Und so bekommt ihr eben hier sehr viel Aufschluss darüber, ob ein Übergang zwischen diesen beiden Tracks Sinn macht oder nicht. Klar, in so einer kunterbunten Playlist hier macht das wenig Sinn. Aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt euch eigene Playlists angelegt habt, hier könnt ihr einfach eben neue Wiedergabelisten erstellen. Dann nennen wir die jetzt elektronische Musik. Haben ja hier dann unseren BeTunes-Ordner, können hier die Musik reinziehen. So, und dann macht das zum Beispiel mit den Übergängen hier schon mehr Sinn, denn es ist ja sehr wahrscheinlicher, dass ich mehrere elektronische Tracks hintereinander spiele, als eben von elektronischer Musik auf Bee Gees zu Rock und wieder zurück zu elektronischer Musik. Kann natürlich auch passieren, aber eben hier kann man mit den Informationen schon deutlich mehr anfangen. Zum Beispiel, wenn ich es mir auch noch nach BPM ordnen lasse, dann fällt auch schon mal diese Information hier weg, dass die BPM zu sehr variieren. Und so weiter eben. Ihr habt hier also ganz viele Möglichkeiten, eure Mediathek auszulesen, mehr über eure Tracks zu erfahren. Diese Informationen bekommt ihr sonst in keinem Programm so genau, so schön auch optisch aufbereitet, muss man ganz klar sagen. Deswegen ist BeTunes auf jeden Fall eine wertvolle Alternative zu Mixed in Key zum Beispiel. Und ja,
verdient es auf jeden Fall, gekauft zu werden. Müsst ihr jetzt eben entscheiden, ob es euch das Geld wert ist. Und es lohnt sich definitiv, hier mal seine Mediathek durchzujagen. Auch wenn ihr vielleicht nicht jetzt dauerhaft und regelmäßig damit arbeiten möchtet, aber wenn ihr eben eine sehr, sehr große Mediathek habt und da mal Ordnung reinbringen möchtet, dann funktioniert das hier mit dem Analysieren und Inspizieren auf jeden Fall extrem gut. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu der Software hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.